Hallo, ich heiße Erna Klassen, bin ich Schneiderin. Ursprünglich bin ich aus Kasachstan und in Salzwedel wohne ich 17 Jahre. Meinen Beruf habe ich gelernt in Kasachstan und ganz mein Leben habe ich genäht. Das war 4 Jahre her, habe ich draußen eine Frau getroffen, sie hat früher hier gearbeitet. Und hat sie gesagt, in Mehrgängerzone gibt es einen leeren Platz für Schneiderin. Ja. Und habe ich gekommen, habe ich erstmal geguckt. Mir hat das gefallen, alles. Und ich habe gekommen. Und bis jetzt, 4 Jahre, im Februar, Ende Februar, jetzt ist 4 Jahre. Nähen hat immer Spaß gemacht. Ich mag das, das ist mein Beruf. Ich kann nicht leben ohne das. Ohne Nähen. Ich bin Anja Brese, die stellvertretende Leitung. Ich arbeite als Erzieherin seit dem Sommer letzten Jahres hier in diesem Mehrgenerationenhaus. Und ich bin richtig stolz auf unsere Ehrenamtlichen. Ja, ohne Ehrenamt würde dieses Haus nicht laufen. Und wir haben ja mehr als ein Dutzend Ehrenamtler, die uns täglich begleiten.